Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World! Hier bei Crash 40 Freak 89 Welt Special oder Weltstern 4 rauf auf den Zielfall. Und dieses Mal, wie ihr sehen könnt, spielen wir mit Rosalina! Zum allerersten Mal. Oh, ein Level auf Zeit wieder mal. Hä? What the fuck? Wieso ist jetzt schon das Ziel? Ja, wo ist denn hier was? Hä? Also, das entzieht sich irgendwie mein... Würdest du da bitte raufklettern? What the fuck? Hä? Hat sich das hier eben bewegt? Da geht's ja doch weiter. Warte, hä? Tolle Idee für das Level. 7 Sekunden. Cool, mit Tod und Katzenkostüm habe ich den Ziel voll überholt und dann Ziel gewartet. Das toppt er nicht, ich habe es in 9 Sekunden geschafft. Ja, und die anderen sagen 7 Sekunden natürlich. Kann man auf Rekord spielen oder was? Nee. Moment mal, was ist das für ein Level, ey? What the fuck? Da muss ich nochmal rein, da stimmt auch was nicht. Vor dem, hier fehlen noch die Grünsteine und der Stempel. Ich habe gesehen, dass sich das wieder bewegt hat. Aber wieso konnte ich nicht, am Himmel will ich nicht weiter raufklettern? Ich bin noch... Na, keine Ahnung. Ja, tatsächlich, das Ziel bewegt sich. Und wie schnell es ist. Ey, wenn es jetzt in diesem Tempo so weitermacht, dann verliere ich es noch. Aus den Augen. Wow. Und dazwischen kommt auch der Grünstern. Also deswegen sollte man den Level mit Tod eher angehen. Ich verstehe schon. Wow. Was, die Torfelder muss man dafür springen? Wow. Also Tanuki wäre hier am besten geeignet. Ja, du kannst mir gar nichts. What the hell? Oh Gottes Willen, ey. Was ist das bloß für ein krasser Level, ey. Oh. Aber wenigstens sammle ich hier unterwegs alles schön auf. Hi, nein. Scheiße. Aber Rosalina hat auch sowohl in ihrer Superform als auch in der normalen Form, also in einer kleinen Form, kann sie hier noch zusätzlich in diese Wirbelattacke auf Super Mario Galaxy einsetzen, auch am Boden. Nicht schlecht, oder? Oh, verdammt. Ich bin... Wo ist der letzte Grünstern, verdammt? Ja, nee. Was ist das denn für ein kranker Scheiß? Wo ist denn der letzte Grünstern? Ich muss dazwischen noch alles einsammeln? Seid ihr wahnsinnig? Du musst sowohl das Ziel verfolgen, als auch... den verdammten... Grünstern erwischen? What the fuck? Noch dazu den Stempel. Wie soll ich denn das bitte schon gleichzeitig noch hinkriegen? Vor allem das Ziel flieht ja vor mir. Seid ihr denn krank, ey? Wow. Geh aus dem Weg, du Spast. Ach, verdammt. Das ist doch gleichzeitig zu machen? Das ist doch nicht möglich, ey. Pff, da hätte ich einen Hechtsprung machen sollen. Ich hab's gecheckt. Ach. Oh Gott! Die 100% hier zu machen, die ist ja Hardcore. Nein! Ist doch nicht wahr. Wie soll ich denn das bitte schön hinkriegen? Mit H-Sprung, da erreiche ich auch wenig. Ich glaube, das bremst mich eher ab, als dass es mir hilft. Meine Fresse! Das ist doch kranker Scheiß, Mann! Oh! Alter, da verspringe ich mich ja schon beinahe. Ach, geh doch aus dem Weg! Meine Fresse, ey. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt dazwischen mal, springen. Ja, so kann ich das Ziel zwar einholen, aber das bringt mir nichts. Vor allem, ich muss ja auch noch die Grünsteine zusätzlich sammeln. Oh, verdammt. Oh, Mann, da habe ich mich zu sehr aufhalten lassen. Was ist das bloß für ein kranker Scheiß, Mann? Gottes Willen. Wo ist hier überhaupt der letzte Grünstern? Also das Ziel habe ich jetzt zwar eingeholt, aber der letzte Grünstern fehlt mir noch. Hallo? Wo ist er denn? Ja, what the fuck? Wie weit denn noch?
Ich glaube, das ist eine Endlosschleife hier, oder was? Wo ist denn der letzte Grünstern? Was ist das für eine kranke Scheiße? Okay, ich habe es ja zumindest geschafft, den Parcours hier zu überwinden. Und dazu noch etwas Zeit gehabt. Ab hier ist dann anscheinend Schluss, aber wie zur Hölle soll ich den verdammten Grünstern erreichen? Und noch dazu brauche ich Katzenkostüm, um an die Spitze des Ziels zu kommen. Oder da müsste ich da ganz nach oben gucken. Alter. Das ist doch krank hier. Wow. Hab's da. Du gehst mir gepflegt aus der Bahn, meine Fresse. Ich trau mich da jedes Mal nicht. Oh Gott. Aber geile Idee, muss ich sagen. Ist mal wirklich was Neues. So. Jetzt fehlt noch immer der eine. Nein, geh mir aus dem Weg! Ja, mach, dass du wegkommst. Shit. Okay. Ah, Moment. Ich glaube, ich wüsste, wo der Grünstein ist. Aber erstmals versuche ich das Ziel zu erreichen. Und dazu noch an der Spitze. Wäre echt nett. Schneller, Rosalina, schneller. So. Da ist er, verdammt! Krass. Ja, nee, und ohne Power-Up musste ich da jetzt wieder rein. Nee, ich brauche da eindeutig Katzenkostüm. Ist das krank, ey. Die kleine Peach, jetzt verwechsel ich sie schon mit Peach. Die kleine Rosalina sieht irgendwie aus wie eine Puppe. Weil Baby-Rosalina, ich weiß nicht. Gab's schon mal so etwas? Dann müsstet ihr mir mal auf die Sprünge helfen, ob es mal ein Baby-Rosalina gab. Das ist aber schon mehr als krass. Vielleicht bringe ich mich erstmals um, weil ich kann mit dieser Form nichts anfangen. Mir wäre es aber lieber, ich würde mal ein besseres Power-Up bekommen, aber hier gibt's keine weiteren Power-Ups. So. Ich muss es jetzt einfach nur schaffen, hier das Ziel zu verfolgen und gut ist. Das dürfte wohl nicht so schwer sein. Und dazu diese Beschleunigungsstreifen möglichst mitnehmen. Natürlich kann man auch Abkürzungen machen, wenn man diese Käfer irgendwie überwindet. Aber jetzt habe ich wenigstens gesehen, wo der letzte Grünstein ist. Aber es fehlt nur noch, dass ich die Spitze der Fahne auch noch erreichen müsste. Leichter wäre es natürlich mit einem Katzenkostüm, aber das ist leichter gesagt als getan. Upsa. Aber mit dem Katzenkostüm habe ich es ja gleich geschafft, das Ziel zu erreichen. Oh man. Diese lästigen Spasten. So. Okay. Jetzt bin ich mal an der Stelle angelangt. Jetzt bloß den Grünstein mitnehmen und dann können wir alle froh und glücklich sein. Muss ich dann nur noch die Spitze zusätzlich erreichen? Ach, scheiße, mein Daumen rutscht ab. So, da ist er. So, jetzt bloß das Ziel warten. Wo ist das Ziel? Nein, 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 nein. Komm her. Oh, schon wieder nicht. Boah, das ist echt scheiß schwer. Von dem, war ich jetzt schneller als das Ziel, habe ich nicht gesehen? Ich brauche da eindeutig Katze, sonst geht's nicht. Das ist viel zu hardcore. Das mache ich lieber offscreen. Zumindest haben wir mal hier alles entdeckt. Casino! Boah, ist das krass. Aber geile Idee, gefällt mir. Was ist das? Bombenspaß in Land der Blöcke. Bomben, oh Gott. Was wird da wieder auf uns zukommen? Sehen wir jetzt. Ja, Bob-Oms gehen hier anscheinend ab. Da können wir diese Blöcke beispielsweise alle bashen. Tanuki Rosalina, geil. Moment, hat der gerade die Blöcke kaputt gemacht? Also diese Football-Chucks, die können anscheinend die Blöcke kaputt machen. Und hier gibt es anscheinend unendlich viel Bomben. Cool. Kann ich diese Blöcke aus dem Weg räumen, weil aus eigener Kraft geht das natürlich nicht, wie ihr sehen könnt. Und was soll hier oben bitte schön sein? Da brauche ich aber jetzt wieder Katzenkostüm, um da hochzukommen. Ich hoffe, dass da nichts Besonderes ist. Wenn ich, dass da jetzt ein Grünstern oder ein Stempel oder was auch immer für eine Kacke oben ist und dann erreiche ich das jetzt nicht. Nee, sieht nicht so aus. Das hätte jemand schon sehen können. Und wie wir hören können,
Super Mario Land, okay. Ich hoffe nur, der Ingame-Sound ist jetzt nicht zu leise für euch, weil ich habe wieder runtergestellt. Das ist im Grunde ja, weil mein Kombi meist jetzt ein bisschen zu leise ist im Vergleich zu... im Vergleich zu, zum Ingame-Sound. Das ist mir in letzter Zeit immer aufgefallen. Vor allem bei Sonic Adventure 2 Battle ist das wirklich krass gewesen. Da habe ich jetzt jedes Mal den Ingame-Sound runtergedreht, damit meine Stimme auch wirklich über den Ingame-Sound hört. Bum. Was? Wofür soll das jetzt gut sein? Check ich nicht, aber egal. Football Sharks! Geht sterben. Geht sterben, geht sterben, geht sterben. Bam. Da ist schon wieder einer. Gibt's noch irgendwo Bomben? Würde ich echt nice finden. Kommt mal her, meine süßen. Komm hier. Komm. Komm. Ja, was ist denn? Hängst du fest? Ah! Nein! Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Sorry. Aber was habe ich davon, wenn ich so provokant bin? Wenigstens gibt's hier dafür einen Tanuki. Aber ich sehe schon, Grünsterne gibt es an solchen Stellen nicht. Mit Football Shot müsste ich diese Blöcke zerstören lassen. Da komme ich da mit schon. Dann könnte ich bestimmt irgendein Secret finden. Nein! Ich bin schon wieder beinahe abgestürzt. Das gibt's ja wohl nicht. So, Football Sharks, kommt her. Mach das auf! Mach das auf! Los, 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 los! Was sind diese Sprungfelder? Da ist noch so eins. Aha! Da sehe ich doch was. Geht weg. Da brauche ich aber eine Bombe. Ich weiß nur, wie erreiche ich die. Ach ja, da gibt es einen Block, der unendlich Bomben gibt. Wo war der nochmal? Ich glaube, das war einer von denen da. Da. So. Aber komme ich da überhaupt ran rechtzeitig? Muss ich schon extra Gas geben? Hä? Nee, vielleicht hätte ich den einen Bob um da. Oh, shit! Ich hab's jetzt kapiert. Ich muss da schnell sein. Ja, try and error. Ich. Weiß das ja gar nicht. Das ist ja ein Blind-Let's Play. Und es ist wohl klar wie Kloßbrühe, dass ich das erstmals mir angucken muss. Ich weiß ja nicht auf Anhieb, was mich da erwartet. Puh. Es ist so wie in Sonic Lost World. Try and error. So, diesmal habe ich dich. Komm her. What the fuck? Wie ist denn die Bombe dahin gerollt? Ja! Es hat zeitlich gepasst. Aber ganz schön hardcore. So, ich schätze mal, da muss ich nach oben. Ja, bitte. So, was für eine Herausforderung erwartet mich hier? Oh. Einfach nur schnell sein. Bitte keinen Wandsprung, Rosalina. Nein. Pff, das ist doch easy. Pipifax. Wo soll denn bitte schon die Schwierigkeit sein? Einfach einen Stampfer und dann schießen die Blöcke, also entwickeln die Blöcke sofort alle neuen Blöcke, die es gibt. Dann ist auch was. Ich dachte schon, das war ein Fehler, den Stampfer zu machen. Yay, Reserve Tanuki. Ich glaube, hier sollte ich die Bomben nicht verwenden, aber da, was ist das? Komm, mach kaputt. Ja, ich wusste es doch, dass ich da was Schönes versteckt habe, aber das ist ein Fehler. Oh nein, 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 nein. Oh, habe ich einen Checkpoint dazwischen aktiviert? Ich glaube nicht. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gut. Okay, ich muss aufpassen bei dem ganzen Bomben hier. Ich hab's gecheckt. Geh weg. Die kann man ja auch kicken, stimmt ja. Die hätte ich dann bestimmt auch dorthin rollen können. Komm, komm, but, 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 but. Bob-bomb. So, dankeschön. Es wird nur noch einer und das sind schon wieder diese Schlüsselmünzen. Ich glaube, da drunter muss sich was befinden, oder? Nee, ich glaube nicht.
Mal gucken, ich hoffe, dass da oben nichts ist. Nein! Verdammt, jetzt hat er mich erwischt. So komme ich auch nach oben, wollte ich mal herausfinden. Das sieht immer so aus, als wäre da oben etwas, aber da ist nichts. Oh Mann, diese Football-Chucks, die nerven. Die sind noch schlimmer drauf als in Super Mario World. Achso, da war eine Münze. Okay. Ich glaube, das sollte ich auch zerstören lassen, aber wo finde ich jetzt noch eine Bombe dafür? Da. Dich brauche ich mal kurz, mein Kleiner. So. Und. Kabumm. Achso, das nur. Was? Als ob ich nicht schon genug davon hätte. Mach erstmal das kaputt. Ich glaube, das hat alles seinen Sinn, dass ich das kaputt mache. Ja, hallo. Haha. Easy peasy, hier erreicht man wirklich alles. Also der Level, der gefällt mir. Das ist nicht allzu hardcore. Und ich dachte immer, die Special World wäre schwer. Das war mal erst eher mein Lappen, Level, naja, dass ich da gefällt habe, das lag nur aufgrund meiner eigenen Dummheit, weil ich da unbedingt die 100% gleich auf Anhieb erreichen wollte. Weil ich nur nicht wusste, was mich jetzt konkret erwartet. Yeah. Es ist eigentlich schon krass, dass jetzt Rosalina in letzter Zeit supportet wird, weil seit sie in Super Mario Galaxy den ersten Auftritt hatte, gab es sie schon in Mario Kart Wii. Was ja direkt nach Galaxy 1 erschien, als Fahrbahncharakter. Und jetzt geht sie in vielen anderen Games auch schon ab. Auch in Mario Kart 7 hat man sie eingeführt. Ich weiß nicht, ob sie mal. Als nächstes wird sie wahrscheinlich auch bestimmt als Charakter bei Mario und Sonic Reihe beim fünften Teil mit dabei sein. Darauf wette ich. Schwarzes Kätzchen. Schwarze Katzen bringen zwar Unglück, aber bei Rosalinas Fall ist es nicht so. Wandern auf dem Wabenweg. Wabenweg. Erinnert mich irgendwie an Super Mario Land 2. Oh, Scrolling Level. Oh, man. Bumerang. Cool. Also irgendwie sehen auch die Mädels deinem Bumerang-Kostüm echt cool aus. Echt cool. Also auf sowas stehe ich doch. Ja, es hat einen Grund, dass sie den Bumerang, das Bumerang-Kostüm bekommen hat, weißt du, kommt man nur an den Grünstern ran. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Ding, das Teil auch nicht wieder verliere. Man hat eine konkrete, Perks. Man hat ja also sozusagen eine konkrete, Perspektive von oben, wie das jetzt abläuft. Ah nein! Verdammt! Da bin ich einmal kurz zu schnell gewesen. Ey, was ist denn? Rosalina! Komm jetzt. Nein! Fuck! Das gibt's aber nicht. Was ist denn mit der Steuerung los? Ich hab... Warum ist die Steuerung ein bisschen blöd? Weil ich hab nicht so weit nach vorne gedrückt. Oder es liegt wirklich anscheinend bei mir. Ich weiß nicht. Ja. Jetzt kommt er wieder mit, die Steuerung ist schuld. Der Controller ist immer schuld. Ja, ich check's ja, das war mein eigener Fail. Irgendwie habe ich da jetzt die Übersicht verloren, den Fladen, die Konzentration. Okay, jetzt nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Jetzt sollte ich mal nicht versuchen zu rennen, sondern lieber mal ganz normal zu gehen. Ja, so geht es schon besser. Soll ich eine bessere Kontrolle, so kann ich das besser kontrollieren. Das war mein Fehler, dass ich jetzt die ganze Zeit über gerannt bin. Ich glaube, die Röhre sollte ich... Was zur Hölle? Ah, jetzt weiß ich's! Das ist rutschig! Das ist Eis! Natürlich! Deswegen hat sich das so kompliziert gesteuert. Rosalina, Multipack! Gangbang! Und Bumerang, Bro! Vielleicht war das jetzt ein Fehler, das gegen Tanuki zu tauschen, aber... Naja, was soll's. Haha, mit zwei Bumerang... Lässt sich besser aufräumen. Blablabla. Aha. Weil mir fehlt immer noch der Stempel dazwischen. Ja, und wo geht's hier weiter? Er wollte gerade sagen.
Jetzt kommen also die Wege noch zeitverzögert hinzu. Geh weg! Ja, hallo? Hallo? Aber sie hat nur in ihrer normalen Form, also in ihrer normalen Form, also in ihrer kleinen Form, oh Gott. Und in ihrer normalen Form hat sie diesen Wirbelattacke aus Super Mario Galaxy drauf. Ansonsten kann sie das nicht. Oh mein Gott, ja, ist klar, übertreib's ruhig. What the fuck? Ah, Vorsicht von der Lava. Nein, 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 nein. Oh man, boah. Alter, geh da bloß weg. Jetzt habe ich beinahe den Grünstein nicht gesehen. Bin ich froh, dass ich den noch... Hä? Zum Teufel komme ich da ran? Geht weg. Oh Gott sei Dank, ich habe ihn noch erwischt. Und ich falle beinahe runter. Ich sehe mich nicht. Oh, krasse Kacke. Zum Glück habe ich für die 100% jetzt nicht die doppelte Rosalina benötigt. Hä? Was soll das jetzt werden? Natürlich, als ob ich von da oben nicht die Spitze erreichen könnte. So. Das wär's, liebe Leute. Das ist einfach zu krass, Rosalina in Bomberang-Kostüm. Nee. Mario Kart Wii, Mario Kart 3DS und jetzt ist Super Mario 3D World und ich hab's auch im Trailer gesehen, ihr habt's auch in meinem Infovideo zuletzt noch gesehen, in Super Smash Bros. Als nächstes, die wollen bestimmt jetzt darauf andeuten, dass jetzt endlich mal Super Mario Galaxy 3 kommen wird, dass sie da diesen Spiel als nächstes arbeiten. Ich meine, es kommen noch viele Nintendo-Titel, geile Nintendo-Titel von Su wie Donkey Kong und, ja, wie schon erwähnt, Super Smash Bros. Und Mario Kart 8. Da wird sie auch dabei sein, unter Garantie. Wow. Okay. Die Grotte der Giganten. Damit geht es im nächsten Part weiter. Jetzt weiß ich nicht, mit welchen Karte ich jetzt vor Rosalina gespielt habe. Ich glaube, das war Peach. Also müssten wir dort zum Abschluss mit Toad spielen. Die Grotte der Giganten. Ich wette, das wird jetzt der letzte Part sein. Vorausgesetzt, es kommen noch ein oder zwei weitere Levels. Wir werden sehen. Jedenfalls, danke fürs Gucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bei Super Mario 3D World. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash 44 geht hinein. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute. Und wahrscheinlich letzten Part. Wir werden sehen, ob noch was dazu kommt. Ich hoffe es, weil ich habe so Spaß an dem Spiel. Ich hoffe, ihr genauso. Also, ciao.